Hi, ihr habt euch ins Jonglieren eingewählt und ich will euch jetzt zeigen, wie ihr nicht nur eure eigene Jonglierbälle bauen könnt, sondern wie ihr hinterher auch die ersten, na, vielleicht mit bis zu 3 Bällen jonglieren könnt. Ich bin gespannt, ob ihr es hinkriegt und jetzt kommt erstmal die Anleitung, wie das mit den Bällen funktioniert. Okay, wenn ihr jetzt Jonglierbälle bauen wollt, dann sehen die hinterher ungefähr so aus. Ich habe schon mal 2 für euch vorgebastelt. Ihr seht, das sind immer 2 Schichten, also ein roter Luftballon, der ist hier innen, und ein weißer Luftballon, der ist hier außen. Welche Farbe ihr wohin macht, ist eigentlich egal, es ist nur wichtig, dass es 2 Ballons in einem sind. Wie macht ihr das jetzt? Ihr nehmt euch euren Luftballon, ihr werdet 8 Luftballons bei euch in eurem Paket finden, und einen dieser Luftballons, den nehmt ihr so, wie er ist, und einen Luftballon schneidet ihr ein, und zwar so, dass ihr hier oben den langen Teil einfach einmal abschneidet. Das habe ich hier schon gemacht. Sieht dann so aus, zum Vergleich. Wenn er zusammen ist, sieht er noch so aus. Wenn er auseinander ist, nur noch so. Jetzt nehmt ihr euch als erstes diesen roten Luftballon und in den kommt jetzt quasi unsere Füllung rein. Und die Füllung besteht in unserem Fall aus Linsen. Die habt ihr auch in eurem Paket gefunden. Und dafür braucht ihr jetzt ein bisschen Unterstützung von irgendjemandem, der euch mal zur Hand gehen kann, denn es ist gar nicht so leicht, die Linsen so in diesen Ballon reinzufüllen. Das braucht ein bisschen Fingerspitzenarbeit. Und wenn ihr dafür ein Hilfsmittel haben wollt, dann könnt ihr euch einfach ein Blatt Papier zur Hand nehmen, irgendeins, was gerade rumliegt, und das dann einfach einmal rollen, dass es ein Trichter wird. Also, wenn das Blatt ist. So. Ein bisschen schräg einrollen, dass es quasi eine breite Falz gibt und eine dünne Falz. Rollt ihr das auf und fixiert dann das lose Ende, das sich hier am Ende bildet, mit einem kleinen Stück Teesaffilm. So, einfach mal oben drauf. Dann habt ihr einen Trichter, der müsste ungefähr so aussehen. Der ist jetzt aber unten noch viel zu schmal, um die Linsen dadurch zu lassen. Also, was macht ihr? Ihr nehmt euch eine Schere und schneidet da ein bisschen ab. Seid ruhig ein bisschen großzügiger, dass das Loch unten auf jeden Fall groß genug ist, dass die Linsen durchfallen können. Jetzt steckt ihr diesen Trichter in euren Ballon rein. Und jetzt könnt ihr in diesen Trichter hier oben ganz einfach die Linsen einfüllen. Achtet bitte darauf, nehmt nicht zu viele Linsen auf einmal. Wenn ihr zu viele Linsen reinmacht, dann stauen die sich hier irgendwo in den Trichter und rutschen nicht mehr in den Ballon. Und das wollen wir nicht. Wir wollen auf jeden Fall hinterher genug Linsen in den Ballon drin haben. Ich nehme immer so ein paar, dass die reinfallen, ruckel noch mal ein bisschen. Und dann merkt man, dass die nach und nach sich in den Ballon reinsetzen. So, jetzt sind sie unten drin. Das spürt man auch, kann man ein bisschen kontrollieren. Und das macht ihr jetzt im Prinzip so lange, bis dieser Ballon bis hier oben zum Rand gefüllt ist. Und wie es dann weitergeht, zeige ich euch dann gleich. Was ich jetzt in der Zwischenzeit gemacht habe, ist eigentlich ganz einfach. Ich habe jetzt so lange Linsen oben in den Trichter reingeworfen, bis hier unten die Linsen bis hier oben gefüllt sind. Das merkt man, wenn man an dem Stiel von dem Ballon so ein bisschen lang tastet und merkt, ah, da sind die Linsen drin. Jetzt könnt ihr euren Trichter oben einmal rausnehmen. Achtung, nicht, dass ihr noch einen Rest von Linsen hier unten drin stehen habt, der euch dann rausfällt. Jetzt haltet ihr den oben zu und geht mit der anderen Hand mit dem Daumen von oben nach unten an diesem Stiel lang, sodass sich die restlichen Linsen unten in den Ballon reindrücken, die jetzt noch hier unten im Stiel fest sind. Das sieht dann ein bisschen seltsam aus. So. Mal nachdrücken, dann rutscht das oben nach. Macht es 1-2 Mal und habt ihr ein Gefühl dafür. Jetzt liegt es ein bisschen an euch, je nachdem wie schwer oder wie voll oder wie stark gefüllt ihr so einen Ballon haben wollt. Könnt ihr da jetzt noch mehr Linsen reinmachen? Das ist nur sehr aufwendig, denn ihr müsst dann jedes Mal quasi den Stiel füllen, die Linsen da unten reinpressen, wieder auffüllen. Aber im Prinzip könnt ihr das machen, wenn ihr das möchtet. Wenn ihr der Meinung seid, er ist genug gefüllt, dann macht ihr einfach einen Knoten oben in den Ballon. Und damit ist er dann verschlossen. Jetzt sieht er aber noch nicht so aus wie die hier und deswegen macht ihr im Prinzip eines. Ihr nehmt euch eure andere Ballonhälfte, die ihr eben aufgeschnitten habt. Spannt die ein bisschen auf, so, und zieht die dann oben über das verknotete Ende in den Ballon drüber. So, ein bisschen nachdrücken, dass es ordentlich sitzt. Jetzt guckt es hier ein bisschen raus, da ist ein bisschen Luft drin, die kann man auch verteilen. Das ist dann einfach eine Frage des Drückens, je nachdem, wie ihr es haben wollt. So,
das ist jetzt euer fertiger Jonglierball Nummer 3 in meinem Falle. Wenn ihr 3 Jonglierbälle haben wollt, müsst ihr dementsprechend das Ganze 3-mal wiederholen. Achtet darauf, dass die Bälle ungefähr gleich groß und gleich schwer werden, sonst habt ihr hinterher beim Jonglieren ein schlechteres Gefühl für die Bälle.